Hallo zusammen, mein Name ist Karim Bayer und ich begrüße ganz herzlich zum Webinar über die Verhältnismäßigkeit der Pandemiebekämpfung für junge Menschen. Als Gast darf ich Nicole Jürg-Ratter begrüßen. Sie ist Jugendarbeiterin und Geschäftsleiterin von der offenen Jugendarbeit Bern, auch bekannt als TOL. Außerdem darf ich ganz herzlich Seraina Frey begrüßen. Sie hat letztes Mal mit ihrem Bachelor angefangen an der Universität Genf und studiert internationale Beziehungen. Sie ist auch also ein bisschen da, um den jungen Menschen Stimme zu geben. Und außerdem heiße ich Lukas Rühling willkommen. Er ist Senior Fellow bei der Avenir Swiss. Das Webinar hat Avenir Jeunesse organisiert und wir sind eine Plattform von der jungen Generation von der Avenir Swiss. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich für Unterstützung bedanken. Und die beim Organisieren mitgeholfen haben und ebenfalls bei den Gästen fürs Mitmachen und Mitdiskutieren. Ich möchte noch gerne erwähnen, dass ihr eure Fragen sehr gerne in den Chat stellen dürft. Und außerdem bitte ich euch, auf Stumm zu schalten. Und als Randinfo nehmen wir das Webinar noch auf. Ja, gut, fangen wir an. Die Pandemie erfordert von uns allen eigentlich ganz viel Kraft und Geduld. Es ist auch schon über ein Jahr her, wo die erste Infektion in der Schweiz festgestellt worden ist. Seitdem sind verschiedenste Massnahmen ergriffen worden und mittlerweile seit kurzem wird auch während der Pandemiebekämpfung mehr Rücksicht auf Jugendliche genommen. Sind aber bisher Jugendliche zu stark vernachlässigt worden, weil der Anteil von Leuten mit schweren Depressionen ist während dem ersten Lockdown von 3% auf 9% und mittlerweile laut der Uni Basel sind wir momentan bei 18%. Und davor sind überproportional Jugendliche betroffen. Nico, möchtest du also gerade anfangen? Ja, ich habe dort ein bisschen meine Wahrnehmung geschildert. Ich habe das Gefühl, am Anfang der Pandemie hat man, wenn man von Jugendlichen geredet hat, hat man entweder von Schülerinnen oder von Auszubildenden geredet. Oder man hat von Jugendlichen geredet, die sich nicht an die Massnahmen haben gehalten, vor allem im öffentlichen Raum. Das sind die, die im öffentlichen Raum aufgefallen sind. Und desto länger die Pandemie andauert, hat man gemerkt, und gewisse Studien sind dazu gemacht worden, dass das auf die Psyche schlägt von den Jugendlichen, dass das Auswirkungen hat, und zwar lange Auswirkungen auf die Jugendlichen. Ganz in unterschiedlichen Bereichen. Ich sage immer, das Treffen von Gleichaltrigen ist im Jugendalter eigentlich ein Grundbedürfnis. Die meiste Zeit, die man verbringt, ist mit anderen Menschen. Man muss sich kennenlernen, sich selber. Man muss sich können spiegeln mit anderen. Man muss können Meinungen teilen. Man muss können sich zeigen, gesehen werden, andere Styles kennenlernen. Das gehört alles zur Entwicklung der Jugend wieder zu. Und wenn das fehlt, dann kann man das vielleicht in einer kurzen Zeit kann man das überbrücken. Aber wenn das lang geht, dann ist man isoliert. Und jetzt hat man eben festgestellt, dass wirklich so Zukunftsängste der Jugendlichen ganz stark im Vordergrund treten. Ich meine, das ist die Generation, die wirklich von den kurzfristigen, sage ich jetzt einmal, Konsequenzen von der Pandemie am meisten betroffen ist. Oder? Wir haben schon ein ganzes Schuljahr eigentlich, das absolviert hat mit diesen Corona-Abschlüssen. Was kommt auf die zu? Wir haben Jugendliche, die eben mit Zukunftsängsten, vielleicht auch mit der Familie, die von Kurzarbeit oder von Jobverlusten betroffen sind im Kämpfen, die dort die Ängste der Familie mittreffen, die vielleicht auch Ängste haben um die Aufenthaltsbewilligungen von der Familie, weil sie den Job verloren haben, weil sie ganz in neue soziale Unterstützungen brauchen. Oder das sind wirklich unterschiedliche Faktoren, die Stress auslösen. Wo vielleicht auch gewisse Lebensfreude wegnimmt. Ich sage immer so, die Unbeschwertheit von der Jugend, können sagen, ja, das probiere ich aus, oder die Fantasie, die Pläne, das möchte ich machen, das ist irgendwie verschwunden. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass es unterschiedliche Studien gegeben hat, unterschiedliche Lobbyarbeiten, unter anderem auch der Schweizerische Dachverband für die offene Jugendarbeit oder der SAIF, der Verband von der Jugendorganisationen, wo wirklich immer wieder sich am Bundesrat auch gewendet haben und ein Gehör bekommen haben, dass nicht nur Schule und Ausbildung, sondern eben auch die Balance an den Freizeitbereich wahnsinnig wichtig ist. Ja. Sehr spannend. Seraina, wie schätzt du das Ganze so ein?
Hast du das ja. Also ja, ich meine, ich bin im Moment halt schon mega eingeschränkt. Ich glaube, bei der Uni ist es auch noch so ein bisschen anders, weil zum Beispiel unsere Sportangebote sind immer noch alle zu. Also das ist, ich habe immer noch der grösste Teil ist alles online. Und ich denke, es kommt halt auch mega auf die Situation drauf an, wo man drin ist. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich in einem Studentenheim lebe und von dem her auch noch ein bisschen Austausch habe. Ja. Das ist mega schön für mich. Ich glaube, sonst wäre es für mich schon sehr einsam, irgendwie ab einem gewissen Punkt, weil ich halt sonst einfach ja, 8 Stunden vor meinem Laptop hocke und tippe oder zulasse. Ja, und so, ja, gleich noch einen gewissen Austausch. Und ich glaube, wenn das fehlt, ist es schon, ja, kann es schon wirklich auch sehr schwierig werden. Also, ich habe da mega viel Verständnis. Und es kommt sicher auch mega auf die individuelle Situation drauf an, also auch, ob man so als jetzt mega muss aufpassen, wenn man eine Risikoperson hat in der Familie. Ich glaube, das macht auch noch sehr viel aus. Ja, das ist so ein bisschen meine Einschätzung. Ich glaube, es ist sehr individuell. Und ich glaube, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich eben wirklich immer noch ein bisschen gewisse Freiheiten habe. Aber ich bin natürlich auch mega eingeschränkt. Und das ist manchmal auch nicht so einfach, ja. Ja, ja. Lukas, wie schätzt du die ganze Pandemie-Handling ein? Also auch jetzt in Bezug auf die Jungen, was sie müssen für genau, die Frage, ja. Ja. Ja, ich glaube schon, die jungen Menschen sind am stärksten betroffen von dieser Pandemie, beziehungsweise sie müssen die stärksten Einschränkungen auf sich nehmen gegenüber ihrer normalen Lebensführung, wo sie sich gewöhnt sind. Also eben, das ist einerseits Bildung, klar, sowohl alle überobligatorische Bildung per Fernstudium ermöglicht den Austausch nicht unter den Kommilitonen, aber auch mit Professoren. Dann aber auch die Berufsbildung natürlich. Ausbildung in den Betrieb ist sicher nicht gleich möglich, wenn man an KV-Betrieb denkt, die Homeoffice haben, aber auch natürlich Köche oder im Verkauf, wo einfach zum Teil unvorhersehbar dann die Betriebe geschlossen sind. Jobaussichten generell sind unsicherer und eben, wie schon von der Nicola gesprochen, also auch der Aspekt Freizeitgestaltung leidet enorm. Und dann kommt noch dazu, dass ohnehin schon verschiedene Faktoren im Moment ein bisschen gegen die Jugend laufen in der Schweiz, Stichwort Generationenvertrag, wo ohnehin schon in Zukunft Belastungen auf die jungen Leute zukommen. Also auch jetzt die angehäuften Schulden, die 20, 30 Milliarden, die da wahrscheinlich werden angehäuft werden, irgendjemand muss das nachher wieder zahlen. Und wenn das nicht in den nächsten 10, 15 Jahren abgebaut wird, wird das auch genau die jetzt junge Generation müssen zahlen. Neben dem, dass bei der Rente ohnehin schon die gleiche Herausforderung besteht, dass man mit umgekehrten Bevölkerungspyramiden in 20, 30 Jahren auch eine grosse Unsicherheit hat, wie stark jetzt junge Leute irgendwann einmal von einer Rente profitieren können. Und ja, also in verschiedensten Aspekten haben sie im Moment die jungen Leute nicht gerade sehr gut. Ja, ja, danke vielmals für die Inputs. Ich würde noch gerne auf Nicole zurückgehen. Und zwar, du bist ja im ständigen Austausch mit den Jugendlichen. Was war für sie die grösste Freiheitsbeschränkung gewesen? Kannst du das irgendwie einschätzen? Also in unseren Jugendtreffs haben wir auch immer wieder Stimmen gesammelt von den Jugendlichen, die wirklich, ich glaube, bei allen heisst es einfach das Treffen mit den Gleichaltrigen. Also einfach die Freiheitseinschränkung, dass sich nicht frei bewegen können, draussen im öffentlichen Raum kontrolliert zu werden, ja, und nicht das machen können, was sie wollen. Oder? Das ist wirklich, ich glaube, als Jugendliche haben wir alle so nach der Freiheitsdrang gehabt, oder? Weil wir das machen, was wir wollen und unsere Ideen umsetzen. Oder? Und ich denke, dort ist jetzt ein Schritt schon mal bei diesen 15er-Regeln im öffentlichen Raum schon mal gemacht worden, wo es sicher wieder gewisse Freiheit gibt. Oder? Sie können jetzt ja, auch ein bisschen legaler, sagen wir, sich treffen. Ist natürlich noch lange nicht das Feeling, das wir vielleicht haben dürfen erleben, oder an ein Konzert gehen oder in Massen ziehen, das Gemeinsame, das auch stärkt, oder, das können sie jetzt im Moment nicht erleben und ob sie das werden können. Ich glaube, das ist auch das Problem
dass das nicht klar ist. Oder wenn sie würden wissen, das ist jetzt beschränkt bis Tag X, kann man wie auf das hergehen. Aber ich muss damit lernen, dass ich vielleicht auch in 2 Jahren meinen 18. Geburtstag nicht feiern kann, wenn ich den eigentlich möchte feiern. Ja, ja. Serena, aus deinen eigenen Erfahrungen stimmst du dazu? Ja, also voll, ja. Also einfach auch, also wir haben letztens wieder darüber diskutiert, wie es eigentlich so ist, so das normale Studentenleben, weil von dem habe ich aber eigentlich sehr wenig mitbekommen. Und auch schon, als ich angefangen habe im September, war es auch schon sehr eingeschränkt gewesen. Also die meisten Veranstaltungen zum Beispiel haben nicht stattgefunden. Und das ist natürlich etwas mega bereicherndes als Student, wenn man auch einen Einblick kann haben in verschiedene Bereiche und mit verschiedenen Leuten kann reden und ja, also je nachdem auch, ich meine, ich wäre zum Beispiel jetzt ein Schwerpunkt und ich kenne dort auch nicht so viele Leute jetzt, weil es wie neu zusammengewürfelt wird. Und das ist auch, also das denke ich, ist durchaus auch ein Verlust. Also man lernt halt einfach auch nicht so viele Leute kennen. Und je nachdem, wenn man angefangen hat zu studieren, also die über mir sind und letztes Jahr haben angefangen, die haben jetzt einfach die Hälfte von dem Bachelorstudium zuhause verbracht. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt der Grund, wieso man sich an der Uni anmeldet, so im Ersten. Ich glaube, viele suchen ja auch den Austausch und denken schon etwas mega Bereicherndes. Also ja, ich denke, da geht schon sehr viel verloren, da stimme ich zu. Ja, absolut, absolut. Lukas, du hast ja vorher angesprochen, aufgrund von verschiedenen Punkten sind die Jugendlichen jetzt momentan eher die grössten Leidtragenden von den Massnahmen, aber auch von der Pandemie. Und gleichzeitig stellt für sie auch das Virus keine grosse Gefahr an sich selber. Genau. Ja. Und darum würde ich dich gerne fragen, wieso haben Sie sich so lange für das Anliegen eingesetzt? Ja, das ist eine gute Frage, weil eben genau das macht es ja erst zum wirklichen Konfliktpunkt. Sie sind wirklich gesundheitlich so gut wie nicht davon betroffen. Gut, es gibt immer noch Diskussionen, wie häufig Long-Covid wirklich bei jungen Menschen auch vorkommt. Die Diskussion ist noch nicht ganz erledigt, wie viele andere wissenschaftliche Fragen nicht. Aber rein was Todesgefahr betrifft, ist das irrelevant für junge Menschen und trotzdem müssen sie auf so viel verzichten. Ich glaube, im Frühling hat das erstens daran gelegen, dass eine bestimmte Neugier vorhanden war auf die neue Situation. Also, dass das nicht sofort Widerstand von den Jungen gekommen ist. Und es zeigt generell einfach eine höhere Solidarität von jungen Leuten im Denken. Vielleicht ist es auch ein bisschen latente Kapitalismuskritik, die bei vielen Jungen da noch mitspielt, im Sinne von, ja, wir haben übertrieben, jetzt kommen wir mal runter, jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zu uns, tun ein bisschen über uns nachdenken, ein bisschen mehr Ruhe, das tut allen gut. Also es ist so ein bisschen die Neugier auf mal etwas anderes gewesen, mal ein paar Gänge runterfahren und schauen, was jetzt passiert, verbunden einfach mit der Solidarität und einem Idealismus, selbstverständlich, wo einfach bei jungen Menschen zum Glück in grossem Ausmaß vorhanden ist. Und ich glaube aber schon, dass sich jetzt das auf den Winter geändert hat. Also das Erlebnis haben jetzt alle gemacht. Und wirklich Lust auf das, was jetzt in diesem Winter passiert hat, glaube ich, einfach niemand mehr. Und darum sind jetzt auch erste Bewegungen entstanden und sind die jungen Menschen lauter geworden und haben sich auch, sagen wir, systematischer nicht mehr abstimmte Vorschriften gehalten. Also wenn man schaut, dass einfach seit Woche oder seit Dezember am Zürcher Sechsi-Leuten-Platz einfach die Jungen rausgehen und versuchen, dort Spass zu haben. Fertig. Und, ja. Nico, hast du das genauso beobachtet wie der Lukas? Ja, ich denke, wir müssen wirklich, also ja, ich differenziere immer gerne, oder? Es gibt wirklich Unterschiede, wir können jetzt von den Jugendlichen reden, oder? Es gibt solche, die wirklich gut mit dieser Pandemie auch umgehen können, oder? Die auch sagen, ich habe sehr viel gelernt, ich habe gelernt an Selbstständigkeit, die auch gestärkt in gewissen Bereichen raus, ja, aus dieser Pandemie rausgehen, oder? Und wo, ja, und dann gibt es auch die wirklich Angst haben, die Angst haben um ihre Angehörigen. Ich meine, es sind die eigenen Grosseltern, die betroffen sind, oder? Als Jugendliche hat man dort wirklich einen Bezug und ich glaube, ja, auch die existieren, oder? Und die sieht man vielleicht weniger.
Und von denen redet man vielleicht weniger, oder? Die gibt es sicher auch. Und ja, man spürt das. Also, wir haben jetzt gerade diese Woche gesehen, in unseren Treffs sage ich, die Jugendlichen wollen nicht mehr über Corona reden. Wir suchen jetzt wirklich einfach wieder andere Themen, oder? Einfach so, ah, bitte, können wir über egal was, aber einfach nicht über Corona reden, oder? Irgendwie, ob jetzt Massnahmen einhalten oder nicht, oder öffnen, etc. Die sind, ja, ich meine, so ein Jahr, ein Jugendjahr. Und ich glaube, Lukas, da bist du mir einig, oder? Das ist so wahnsinnig viel Zeit. Ich meine, stellt euch noch vor, früher ein Wochenende keinen Plan zu haben, nicht können rausgehen, nichts vorzuhaben, Horror, oder? Und das ein Jahr. Das ist eben, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, oder? Das darf man einfach nicht vergessen. Ein Jahr in der Jugend, in der Blütezeit der Jugend, ist, was das Erlebnis betrifft, etwa 5 oder 10 Jahre, irgendwie mit 50. Gut, man kann sich einzig damit beruhigen, dass wenn das Jahr nicht gelebt wird, dass es dann halt wahrscheinlich einfach das nächste Jahr gelebt wird. Also ein Jugendlicher wird wahrscheinlich seine Erlebnisse dann mehr einfach verschieben und nicht einfach sie ganz verlieren, nehme ich mal an. Nichtsdestotrotz, in diesem Jahr ist das einfach ein langes Jahr und schwer und nicht das Gleiche, wie wenn ein 40-, 50-Jähriger auf bestimmte Sachen verzichtet. Ja, absolut. Also ich weiß, Seraina, uns geht es schon genau gleich, oder? Ja, voll. Aber das, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, also ich glaube, das, was bei vielen von uns auch mitschwingt, oder ja, uns ist halt immer auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil es für jeden auch wirklich ein bisschen anders ist. Für mich jetzt zumindest, ich glaube, ich würde mich mega schlecht fühlen, wenn ich wüsste, ich habe jemanden angesteckt und die Person ist dann wegen mir wirklich krank geworden. Also, ich glaube, das spielt schon eine mega Rolle. Also, ich habe ja auch ein Praktikum im Altersheim gemacht und ich habe von dem her wie auch gesehen, wie ältere Leute sind ja da sehr stark betroffen. Also, für sie war es wie auch nicht nur einfach gewesen und ich habe viel mit meinen Grosseltern geredet und ich glaube, es ist wie so, für beide Generationen auch schwierig. Und man fühlt sich wie irgendwie, beide Generationen haben Punkte, wo sie sich irgendwie wie auch ein bisschen schlecht fühlen einer anderen Generation gegenüber. Oder wo sie nicht so genau wissen, ja, wie soll man jetzt wirklich verhalten, weil es, glaube ich, einfach kein richtig und kein falsch gibt. Oder ja, irgendwie schon, aber das, was richtig ist, entspricht einem dann doch nicht so ganz. Ja, einfach weil man schon, ja, ich glaube, man hätte alle gerne wieder mehr Freiheiten, aber wenn ich mir wirklich, viele von uns machen sich, glaube ich, wirklich auch sehr viele Gedanken, ja, was löse ich denn mit meiner Handlung aus? Macht es denn wirklich so viel Sinn, wenn sich jetzt da 50 Leute anstecken, nur weil ich jetzt mit meinen Kollegen ein riesen Fest mache? Ich glaube, das spielt für viele schon auch einen Gedanken, also jetzt auch mal in meinem Umkreis. Und eben, es kommt wirklich auch mega darauf an, wie die persönliche Situation ist. Also in meinem Umfeld hat so Kolleginnen, die mega aufpassen müssen, die wirklich Risikoleute in ihrer Familie haben. Und die, für die ist es mega wichtig, dass wir alle, wenn wir uns treffen, aufpassen, wirklich Distanz haben. Eben genau wegen dem Punkt, weil sie sich mega schuldig würden fühlen, wenn dann eine andere Person wegen ihnen wird angesteckt werden und unter anderem sogar wird sterben. Ja. Nicole, möchtest du dazu etwas ergänzen? Ja, ich merke einfach, was ich manchmal schade finde, oder? Man redet jetzt von den Jugendlichen, die sich treffen, aber es gibt auch eine ganze Generation, die ihre Wanderklüppelis und ihre Zugreisen und etc. auch leben. Oder? Und sich eben auch mit ihrem Weisswein am Tischli ohne Masken irgendwie und Aperölen nicht an die Massnahmen halten. Und das ist einfach das, was ich manchmal ein bisschen traurig finde. Es ist die Generation, die als Risikogruppe gehört, oder? Mhm. Und die kritisiert man viel weniger, weil sie viel etablierter sind, weil sie ein grösseres Lobby haben, weil sie nicht, ja, weil vielleicht für die Jugendlichen weniger Leute schreien, sage ich jetzt einmal so, für ihre Bedürfnisse. Und das finde ich nicht so ein gerechtes Gleichgewicht, oder? Und auch, wenn man sagt, ja, man möchte öffnen für die Jugendlichen, sie brauchen etwas, wir müssen wirklich einfach jedes Mal schauen, wie viel braucht es, oder die Balance, wie viel können wir öffnen, dass wir nicht die Pandemie, ja, wir noch fördern oder damit, aber doch so viel, dass es uns eigentlich gut geht. Und das ist wirklich eine sehr schwierige Balance, wo wir jetzt wirklich das ganze Jahr immer wieder geschaut haben, was braucht es bei unserem Angebot jetzt für die Jugendlichen, oder? Und dort, ja, finde ich, sollte man wirklich die Jugend in den Fokus nehmen und sagen, was braucht es dort? Und jetzt schauen wir wirklich einfach auf das, oder? Ja, also durchaus die Balance zu finden, ist mega schwierig. Aber mittlerweile tut sich auch etwas bei den Jungen. Also es gibt jetzt so eine Bewegung, die nennt sich Massvoll. Und sie setzt sich für Jugendliche ein und will eigentlich komplett alles wieder öffnen. Und dabei sind Infektionszahlen eigentlich zweitrangig. Ihnen geht es viel mehr darum, dass sie halt ihre Grundrechte wieder haben.
Und Lukas, denkst du, das ist halt wie das Ergebnis, dass Jugendliche bis jetzt vernachlässigt worden sind während der Pandemiebekämpfung? Also ich weiss nicht, ob diese spezifische Bewegung jetzt das Ergebnis von dieser Tatsache ist oder ob die einfach von den ohnehin vorhandenen politischen Motiven von den Initianten doch sehr geprägt sind. Also grundsätzlich befürworte ich sehr, dass junge Leute sich zu Wort melden und zwar nicht, das muss nicht immer ein geordneter politischer Prozess sein, sondern sie können meinetwegen auch auf die Straße gehen und hässig sein. Weil eben die ganz jungen Leute haben eine Stimme, die sonst zu wenig zur Geltung kommt. Und die Gesellschaft soll spüren, dass da Menschen sind, die haben Bedürfnisse und die sind seit einem Jahr schwierig zu erfüllen. Und wenn sie das spürt, die Gesellschaft oder die Politik, über Randale, dann finde ich das in diesem Zusammenhang per se zumindest plausibel. Es ist nicht so, dass ich es begrüße, aber ich finde, das ist ein legitimes Mittel, schon fast. Schon fast legitimer, wie wenn politisch orientierte Jugendliche sagen, wir müssen jetzt einfach aufmachen, kostet es, was es wolle, und uns ist das egal mit den Infektionszahlen, weil das ist einfach jenseits von jeder Realität, ohne Nebenbedingungen Öffnungen zu fordern. Also, die jetzigen Zahlen lassen wohl weitere Öffnungen leider nicht zu, weil die Tendenz ist leicht steigend. Jetzt muss man mal schauen, ob sie bald schnell steigend ist oder ob sie so bleibt. Mit ein bisschen Glück beschleunigt sich der Anstieg nicht und dann muss man halt schauen. Was ich grundsätzlich sehr, sehr kritisiere, ist, dass die Regierungen nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa nicht viel mehr dafür gemacht haben, mit anderen Massnahmen den Trade-off zu verbessern, also den Trade-off zwischen Pandemiebekämpfung und Freiheit. Also man hat auf so vieler, in so vieler Hinsicht versagt und als Reaktion darauf heisst es halt, ja gut, jetzt müssen wir halt wieder eure Freiheiten stärker einschränken, wir müssen mehr Lockdown machen, einen härteren Lockdown, weil sonst steigen die Zahlen und ihr seid ja keine Unmenschen, wir können uns die Toten nicht erlauben. Und das stimmt ja auch, oder? Also wenn man die Rechnung macht, je nachdem, man kann nicht einfach öffnen unter bestimmten Voraussetzungen. Aber man könnte deutlich mehr auf technologischer und organisationeller Ebene unternehmen, um das Outcome von dieser Pandemie zu verbessern. Ja, ja. Siehst du dann wie eine verpasste Chance im Sommer, um auf die zweite Welle sich zu vorbereiten, wo man jetzt sicher kann ja, vorbereiten? Ja, also es kommt mir, ich meine, es ist immer einfach zu sagen, dieses und jenes hätte man besser machen können. Aber es ist halt einfach schon erstaunlich, wenn man zugehört hat, was im Frühling erzählt worden ist. Jetzt hat es geheißen, wir müssen uns auf eine zweite Welle im Herbst vorbereiten. Wir brauchen Zeit. Ja. Wir kaufen uns mit dem Lockdown Zeit. Und man hat eigentlich mit dieser Zeit wirklich sehr wenig angefangen. Also man hat eine App entwickelt, die unterdessen absolut wirkungslos, sich als absolut wirkungslos herausgestellt hat, weil man ein bisschen Berührungsängste mit dem Datenschutz hatte. Dafür jetzt an dieser Stelle wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, die Bedenken ein bisschen weniger stark zu gewichten. Man hat bei der Spitalkapazität eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Im November hat es wieder überall geheißen, die Spitäler sind voll, 100,0%, obwohl man nicht mal an die Kapazitäten angekommen ist, die man im April kurzzeitig hatte. Man hat mit Impfungen wenig top-down sich darum bemüht, dass man an genug Dosen rechtzeitig ankommt. Und man hat vor allem auch das Thema Schnelltests stiefmütterlich behandelt, finde ich lang. Weil wirklich gute, durchdachte Schnellteststrategie könnte so eine Pandemie zu einem grossen Teil fast allein bekämpfen. Aber man müsste dafür natürlich ähnliche Ressourcen einsetzen wie für Impfungen und das ist nicht gemacht worden. Ja, du weisst auf sehr viele Fehler, die halt begangen worden sind. Und die sind auch durchaus berechtigt. Aber ich finde auch mittlerweile, letztes Jahr ist auch der Tod immer mehr in unser Leben gerückt. Also vor der Pandemie habe ich mich nicht so mit dem Tod beschäftigt. Und durch das, dass wir jetzt momentan in einer Pandemie sind, ist eine mega schwierige Frage geworfen worden. Weil
während so einer Pandemiebekämpfung muss man dann wie die verlorenen Jugendjahre während dem Lockdown gegenüber geretteten Menschenlebenjahren von den älteren Menschen gegenüberstellen? Also muss man sich dieser Frage stellen? Darf man sich dieser Frage stellen? Was meinst du, Nico? Ich glaube, das ist eine sehr schwierige gesellschaftliche Frage. Oder? Es ist wirklich sehr provokant zu sagen, was ist mehr wert. Und ich finde, vielleicht müssen wir das ja, aus einer anderen Perspektive anschauen als der Wert, sondern irgendwann müssen die Erlebnisse von diesen jungen Menschen ja gemacht werden. Und vielleicht verschieben die sich. Oder vielleicht, weil sie es jetzt nicht leben, leben sie dann mit 40 aus. Ich weiß es nicht. Oder? Haben wir dann dort irgendwie einfach eine Verschiebung von der Generation? Und ich glaube, sobald wir sagen, etwas hat mehr Wert, oder ist es schwierig. Das hat man auch in der ersten Welle gesehen. Ich meine, dort sind auch Stimmen rum, die gesagt haben, ja, dann soll doch einfach die Risikogruppe daheim bleiben und alle anderen können weitermachen. Oder? Irgendwie scheint das nicht sozial verträglich zu sein. Oder? Und ich habe das Gefühl, was vielleicht jetzt die Jugend könnte beitragen, ist, innovative Ideen zu bringen, wie sie denn sehen, wie könnte man das machen. Vielleicht haben sie eben eine andere Perspektive. Ich darf dem sagen, und das ist wirklich auch gut, eine kleine naivere Perspektive, oder, wo man dann sagen kann, das kann vielleicht zu Innovation, das kann Innovation bringen. Oder jetzt sich zu beklagen, was alles nicht funktioniert hat, weiss ich nicht, wie viel Sinn das macht, sondern vorzuschauen und zu sagen, und wie können wir das hergehen, was brauchen wir und wie kommen wir zu diesem Ziel? Oder dass man wirklich so eine Strategie sagt, wie kommen wir dort her, dass wir ja, zum Beispiel mit dem Ziel, wir möchten eine gesunde Jugend haben. Ja. Also sprichst du da auch dann an, dass man wie die Gesundheit der Jugendlichen auch mehr berücksichtigen muss in dem Sinn? Ja, ich denke, oder? Ich sage einfach immer, ich meine, in diesem Alter ist das ganze Leben vor einem, oder? Ich meine, auch Kosten, die auf einen zukommen, wenn das irgendwie längere psychische Konsequenzen hat für eine Person, ist das viel länger, wenn das andauert, als wenn das bei einer älteren Person ist, oder? Und vielleicht könnte man das dort ein bisschen monetär abwägen, um zu schauen, es lohnt sich, in die Prävention und in die Unterstützung von dieser Generation wirklich zu investieren, weil das ist unsere Zukunft. Mhm. Lukas, wie siehst du, kann man das abwägen oder in eine Zahl fassen? Ist das überhaupt möglich? Es ist moralisch, ethisch selbstverständlich sehr schwierig, das abzuwägen. Ja. Wie du ja wahrscheinlich weißt, habe ich es trotzdem gemacht, in ein, zwei Blogs. Einfach um zu zeigen, dass ich es an sich rein intellektuell wichtig fände, wenn sich die Menschen so etwas überlegen. Natürlich weiss man in Realität ohnehin nie, welche Massnahmen jetzt wie viele Menschenleben am Schluss wird retten. Oder? Also ist es müßig, darüber zu diskutieren, ob man jetzt diese oder jene für verhältnismäßig haltet. Aber sich grundsätzlich einfach mal Gedanken zu machen, was ist uns ein zusätzliches Lebensjahr wert? Und darf es eine Rolle spielen, ob das zusätzliche Lebensjahr mit 85 stattfindet oder mit 30? Ich finde so Gedanken wichtig. Und im Zusammenhang mit Covid, bei mir haben sie sich aufgedrängt. Weil wenn man sieht, dass das Durchschnittsalter von der Covid-Todesopfer bei 85 Jahren liegt, dann muss man sich schon fragen, zu welchem Grad 8,7 Millionen Menschen erhebliche Einschränkungen müssen auf sich nehmen, damit 85-Jährige weniger schnell sterben. Die Frage kann dann jeder immer noch für sich selber völlig unterschiedlich beantworten, oder? Aber ich finde, man kann sie sich stellen. Und sorry, dass ich gerade noch mal etwas sage, also, aber nachher lasse ich dafür euch wieder reden. Wenn du das für dich selber wirst versuchen zu beantworten und dir überlegst, will ich lieber noch 3 Jahre leben, also nehmen wir an, deine Lebenserwartung ist jetzt sehr kurz, oder damit du das greifen kannst. Willst du noch 3 Jahre leben, ohne jegliche Einschränkungen, oder willst du 4 Jahre leben, aber 3 Jahre davon tun wir so ein bisschen unter Teil-Lockdown-Bedingungen, jetzt, wie wir es jetzt mit Corona erlebt haben, verbringen. Dann würdest du vielleicht, je nachdem, sogar sagen, ja, lieber 3 Jahre und dafür 3 gute Jahre. Das heisst aber rechnerisch nur schon, dass du für dich selber sagst, dass
ein zusätzliches Lebensjahr durch Corona nicht mehr als 3 Lockdown-Personenjahre wert ist. Und wenn du die Rechnung nüchtern machst, was wir im Moment in der Schweiz machen und wie viele Tote oder Lebensjahre wir damit retten, dann merkst du, das Verhältnis ist viel, viel, viel grösser. Also so viel ist schon mal klar. Also wir nehmen 10, 20 Lockdown-Personenjahre in Kauf, um ein Lebensjahr zu retten. Man kann immer noch sagen, es ist okay, aber wenn man sich einfach mal das so vor Augen führt, merkt man, dass man vielleicht schon in einem Bereich ist, wo man muss diskutieren. Ja, ja. Ja, also wie schon gesagt, ist eine mega schwierige Frage. Es ist auch sehr schwierig, das Ganze in Zahlen können zu fassen und auch mal sich wagen, darüber zu diskutieren. Aber Seraina, jetzt auch für dich, jetzt hast du dir mal solche Fragen gestellt. Werden solche Fragen auch in deinem Umfeld diskutiert? Ja, also ich glaube, das, was vielen halt wirklich einfach auch sehr wichtig ist, eben halt auch so die Angst, etwas, die Krankheit zu übertragen oder jemanden wirklich zu infizieren, ich glaube, das wie überwiegt vieles. Also ich glaube, viele eben sind irgendwie wirklich, ja, fühlen sich schon fast verpflichtet dazu, solidarisch zu sein. Also, oder sie wollen wirklich auch sehr, sehr grosse Überzeugung, also einmal ich zumindest, habe grosse Überzeugung, auch solidarisch zu handeln. Und klar, mir ist schon bewusst, dass jetzt halt ein Jahr schon fast vom Unileben draufgegangen ist. Aber ich meine, ja, ich würde eben auch sagen, es ist wie mega individuell. Also ich denke, ich habe zum Beispiel auch Sachen können rausnehmen aus dieser Zeit. Also ich habe viele Sachen gelernt, ja, wie gehe ich irgendwie mit schwierigen Situationen und ich bin mit gewissen Menschen auch viel enger zusammengekommen, was auch mega schön ist. Also ich denke, es hat für mich wie nicht nur schlecht gehabt, die Zeit. Und darum ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, im jetzigen Zeitpunkt, vielleicht ist es dann anders, wenn es irgendwie 3 Jahre würde herhalten, was ich gar nicht hoffe, aber ja, ich glaube, es ist wie so, ein Jahr ist für mich durchaus noch tragbar, oder 2, weil, eben wegen dem, weil ich denke, ja, wenn ich ein Menschenleben durch meine Handlungen kann retten kann, ist es mir das wert. Und ich glaube, so geht es wirklich auch sehr vielen anderen. Ja, und vielleicht, ja, aber ich glaube, es kommt wirklich auch mega auf die Person drauf an, ob man irgendwie auch, ja, gut aus dieser Situation kann abgewinnen kann. Oder ob man wirklich nur so sich irgendwie eingeschränkt fühlt und findet, jetzt muss endlich mal etwas passieren. Oder eben, ob man auch denkt, ja, es ist vielleicht auch schön, mal ein bisschen Ruhe zu haben und ein bisschen rauszufinden, was gefällt mir echt sonst noch. Ja, man hat einfach wirklich sehr viel Zeit für sich selber, zum Denken, zum Machen. Und ja, ich glaube, das ist wie auch etwas Schönes für mich. So. Also, wenn ich aus dieser Situation rausnehmen kann. Ja, ja. Also, es ist mega cool, dass du auch so positive Schlüsse daraus ziehen kannst. Aber so wie ich das verstanden habe, hast du mehr Angst, dass du jemanden ansteckst, als dass du selber, also um deine eigene Gesundheit sorgst. Hast du vor Corona für dich selber nicht so Angst, im Fall? Ja, nein. Also, ja, schon ein bisschen, aber eben, ich meine, in meinem Umfeld haben sich auch schon Leute angesteckt und bei jungen Menschen verläuft es ja meistens zum Glück sehr glimpflich. Ich glaube, von dem her ist meine Angst wie so ein bisschen reduziert. Ja, und ich glaube wirklich, die Übertragung ist das, was ich am meisten Angst habe, dass ich jemanden wirklich irgendwie anstecke, der sehr stark gefährdet ist, wo ich dann weiss, ja, das wird stark, wird schlimme Folgen haben für die Person. Ja. Ich glaube, das ist für mich wie ein schlimmerer Aspekt, als wenn ich denke, ich bin jetzt, also ich fühle mich nicht ständig gefährdet. So. Aber eben, ich denke, es kommt wirklich auch mega auf die individuelle Situation drauf an. Also, ja, 2 von meinen engen Kolleginnen habe ich zum Beispiel seit einem Jahr nicht mehr umarmt. Einfach, weil wir immer so 2 Meter Distanz hatten. Und ich glaube, wenn einem dann so etwas bewusst wird, ja, dann merkt man schon, in was für eine außergewöhnliche Situation das man ist. Ja, ja, nein, absolut, absolut. Hast du dann auch so ein bisschen wie Respekt vor Long-Covid, oder ist das gar nicht so das Thema bei dir und bei deinem Umfeld? Für die jungen Personen? Ja, eben weil für viele Jugendliche das relativ glimpflich ausläuft, glaube ich eher weniger. Aber eben auch da denke ich, es kommt mega darauf an, ob man selber eine Krankheit hat oder Leute kennt, die mega betroffen sind. Ich glaube, dann verändert sich auch der Blickwinkel mega. Oder ja, dann hat man wie wieder mehr Angst oder ist das wie auch präsenter so. Ja, ich glaube, ja. Ich jetzt persönlich weniger, ja. Und wie ist es so allgemein bei den Jugendlichen, Nicole? Haben sie sich so ein bisschen Angst vor Long-Covid oder ist das gar kein Thema? Wie ich vorher schon gesagt habe, oder? So, dass,
Covid, ja, möchte man im Moment sowieso nicht so darüber reden. Und wir haben jetzt nicht festgestellt, dass es ein Thema ist bei den Jugendlichen, die unsere Treffen und unsere Angebote besuchen. Wenn es ein Thema ist, dann ist es eher, dass Eltern das haben, oder? Und einfach so das mitbekommen, ja, wie das wirklich lang geht bei ihren Angehörigen, oder? Und ich glaube, ob jetzt Long-Covid oder Covid, oder ich glaube, einfach, was wichtig ist, ist, dass es irgendwie Perspektiven gibt, oder so, wie die Hoffnung, geht das mal zu Ende, oder vielleicht dann auch einfach mal der Pragmatismus, wo man sagt, und wir müssen lernen, mit dem zu leben. Wie wir auch gelernt haben, mit anderen Virus zu leben, müssen wir lernen, mit dem leben. Und was braucht es dafür, dass man irgendwie mit dem kann umgehen kann? Es ist ja nicht nur in der Schweiz, es betrifft ja nicht nur die 7 Millionen oder 8, es betrifft ja wirklich, ja, ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt und in unterschiedlichen Situationen, oder? Ich denke, wenn man in einer, ich sage jetzt mal, in einer privilegierten Lage ist, Serena, oder? Du kannst studieren, du bist im Studentenheim etc., oder? Wenn ich aber in einer engen Wohnung bin, wo ich nicht einmal meinen eigenen Platz und meinen Laptop habe, dann erschwert mir das Studium viel stärker, oder? Als anderen Personen, wenn ich eben die Ressourcen nicht habe, oder wenn ich eben noch Stress haben hey oder Familie, die das mittragen. Das sind alles Faktoren, wo ich eben denke, du hast das schön gesagt, die Individualität, oder? Jeder geht individuell um. Und ich habe festgestellt, es gibt nicht, ich gehe so mit Covid um, sondern es ist so wellenförmig. So, egal, was jetzt gerade kommt, jetzt hat man gerade einen Fall, jetzt kommt es wieder näher, jetzt verdrängt man es wieder, oder? Es ist irgendwie so ein bisschen, ja. Ja, nein, absolut. Und durch das, dass halt all so verschiedene Bedingungen ausgesetzt sind während der Pandemie, Lukas, gibt es da irgendwelche Daten oder Ergebnisse bezüglich Ungleichheit? Weil die einen, wie Nico gesagt hat, leben in einem mega engsten Raum, sind dadurch vielleicht abgelenkt oder tragen ein höheres Risiko. Gibt es da irgendwelche Ergebnisse? Es gibt verschiedene Institute, die sich natürlich damit beschäftigen. Ich habe jetzt selber noch keine Ungleichheitsstudie im Zusammenhang mit Covid gelesen, aber es gibt sicher auch schon da erste Resultate. Natürlich ist es jetzt aber noch ein bisschen früh, das wirklich empirisch zu untersuchen. Aber rein von den Beobachtungen her ist ganz klar, dass leider Covid nicht zu einem Gleichmacher geworden ist, wie man ganz am Anfang vielleicht kurz gehofft hat, weil alle sind davon betroffen, niemand ist immun, oder? Sondern es ist leider sehr zu einem Ungleichmacher geworden. Und es hat unterschiedliche Chancen und soziale Stellungen in der Gesellschaft verstärkt, sowohl innerhalb von bestimmten Ländern. Die Schweiz ist da noch relativ glimpflich davon gekommen, weil sie eben genau ein Land ist, das ohnehin schon relativ grosse Chancengleichheit hat. Andere Länder wie die USA, da zeigen sich der Unterschied stärker. Und dann aber natürlich auch weltweit. Jetzt zum Beispiel mit dem Tempo der Impfungen sieht man natürlich grosse Unterschiede zwischen reichen und armen Ländern. Aber einfach also aufs Individuum bezogen, doch auch eben was Bildung betrifft, oder? Hat das enorme Auswirkungen und Bildung ist das Wichtigste überhaupt langfristig für die Gesellschaft. Und wenn man in den USA sieht oder auch eben vielleicht in der Schweiz, dass einfach Kinder natürlich, wo. Gut, eben in der Schweiz haben wir nicht lang Fernunterricht gehabt, in der obligatorischen Bildung. Das ist eine Sache, die die Schweiz sehr gut gemacht hat. In den USA nur schon gibt es Staaten, da war eigentlich seit März kein Präsenzunterricht mehr gewesen. Und gerade in nicht privilegierten Familien mit Eltern, die vielleicht jetzt nicht einen super Bildungsgrad haben, keine gute Infrastruktur, keine grosse Wohnungen, da ist das einfach ein verlorenes Bildungsjahr und das ist desaströs. Und noch desaströser ist es in vielen Ländern von, sagen wir, Subsahara-Afrika, wo sich natürlich die Regierungen auch gar nicht gross mühen, das Problem irgendwie zu lösen, sondern einfach Verbote aussprechen und Fernunterricht anordnen und die Kinder lernen nichts mehr. Und das Schlimmste ist, die Kinder gehen nachher wahrscheinlich nicht einmal mehr in die Schule zurück, sondern arbeiten nachher, wie sie es vor 20, 30 Jahren gemacht haben und haben dann gar keine Bildung. Und also eben, da sind wir wieder bei der globalen Ungleichheit. Also der afrikanische Kontinent ist vielleicht durch Covid 10 Jahre zurückgeworfen worden, generell, was seine Entwicklung betrifft. Und das ist einfach dramatisch.
Ja. Möchte da noch dazu etwas anfügen? Weil sonst wir langsam zum Ende kommen, wenn es für alle okay ist. Nein, merci Lukas für die Ausführungen. Ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den wir müssen, ja, im Hinterkopf haben und manchmal vielleicht eben auch über die Landesgrenzen rausgehen. Oder zu sehen, das ist wirklich eine globale Entwicklung, die wir da müssen im Auge haben. Ja, nein. Ich denke, es stimmt auch zu. Und ich glaube, es betrifft alle, egal wann und egal in welcher Altersgruppe. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie Sachen, die wir vermissen und die uns wirklich stark betreffen. Und darum, ich glaube, das ist wirklich auch mega wichtig, im Kopf zu behalten, wenn man Massnahmen beschließt, eben, ja, dass wirklich auch verschiedene Leute betroffen sind von dem. So, und ich finde es mega schön, eben, wenn das Angebot gefördert werden, wo zum Beispiel Junge unterstützen. Und ich denke, das, da sehen sie mega Potenzial. So. Das finde ich mega schön, wenn das weiterhin gefördert wird. Ja, absolut, absolut. Sonst würde ich langsam gerne auch Fragen aufnehmen, wenn es hat. Und ja, so wie ich gesehen habe, hat es keine Fragen gegeben. In dem Fall haben wir alles behandelt, was wir behandeln wollen. Das ist super. Aber ich würde gerne persönlich noch eine Abschlussfrage stellen. Und es ist so eine romantische Frage, aber trotzdem, es lässt mich wie nicht los, weil wenn man so zurück in die Normalität findet und alles wieder, wir können einfach das machen, was wir wollen, werden wir das Zeug, das man vermisst hat, umso mehr wertschätzen. Was denken wir? Lukas, denkst du? Aus ganz persönlicher Sicht würde ich darauf hoffen, dass es mir dann, dass ich dann nicht enttäuscht sein werde. Weil für mich persönlich, ich bin eigentlich als Mensch in seiner Lebensweise eher introvertiert und ich brauche auch nicht allzu viele Menschen in meinem Umfeld. Und trotzdem, wenn ich zu wenig habe und zu wenig mache, habe ich das Gefühl, die anderen erleben zu viel und was mache ich da? Und Covid hat dadurch die Angst so ein bisschen auch besänftigt, weil ich habe gewusst, hey, alle leben so ein bisschen auf Sparflammen. Und wenn jetzt das wieder ein sehr schöner Sommer wird, dann fühle ich mich schon deutlich stärker unter Druck, all die Möglichkeiten auch zu nutzen. Und es könnte schnell passieren, dass so eine Unzufriedenheit einsetzt, wenn ich merke, dass ich die nicht so nutze, wenn ich plötzlich könnte. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich darauf, dass bald all die Möglichkeiten wieder vorhanden sind. Ja. Nicole, du? Also ich merke jetzt schon, ja, in gewissen Situationen, dass ich es sehr schätze. Wir haben heute wieder einmal eine Live-Sendung gehabt, im Team zum Beispiel, zu vierten Höhe, mit Abstand, Masken, auch eine Schutzmaßnahme. Und ich habe gemerkt, das ist etwas ganz anderes, einfach der persönliche Austausch. Und im Moment schätze ich das, so die kleinen Sachen, die man manchmal irgendwie rausholen kann. Und ich hoffe, dass ich das wirklich kann beibehalten. Und ich hoffe auch, dass, was du gesagt hast, Lukas, dass man nicht wieder in den Stress kommt. Manchmal ist es wirklich ein Stress von diesen Überangeboten, wo man noch könnte, was man noch könnte, oder? Ja, dass das nicht negativ wird, wieder einen Einfluss haben auf unsere Psyche vielleicht. Seraina? Ja, es ist lustig, weil ich habe nämlich letztens mit meinen Kolleginnen darüber diskutiert und wir haben auch so gesagt, ja, man ist irgendwie auch so an das gewöhnt, es wird einfach auch ein bisschen komisch nachher, wenn wir das erste Mal wieder zum Beispiel in einen Club gehen oder so. Ja. Wir wissen gar nicht so genau, ob wir uns dann wirklich wohlfühlen, aber das ist dann wirklich irgendwie, also schon, aber irgendwie, ja, es ist einfach komisch so nach einem Jahr. Aber wir, also ich glaube, ich zum Beispiel würde mich auch mega freuen, auch wenn ich wieder mehr Leute kann sehen und so. Ja, und ich glaube, am Anfang würde ich es sicher auch mega, mega schätzen. Aber ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel nach dem Club so mega überrennt werden. Das haben wir uns letztes Jahr darüber unterhalten, wie es dann so ist, weil alle wollen dann wieder. Und ob man irgendwie einen gewissen Druck spürt, dann wieder alles müssen zu machen. Und irgendwie, ja, ich will dort her und ich will in diesen Club oder ich will dort her verreisen. Oder dann hat man wie zu wenig Zeit, für alles noch zu machen, was man eigentlich gar nicht hätte machen können. Ja. Aber ich glaube, ich freue mich vor allem. Das ist so ein meine Emotion, genau. Ja, absolut, verstanden es durchaus. Also, es ist mega cool. Ich freue mich sehr, wenn jetzt mal, wenn ich mal langsam zur Normalität finde und alles wieder sich gut entwickelt. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Publikum. Corinna Gall hat noch eine Frage gesehen. Oh, hat sie noch etwas gefragt? Ja. Ah ja. An Frau, an dich, Nicole. Und zwar fragt sie, ob ihr
Jugendarbeit angepasst haben an die aktuelle Zeit und ob ihr Sachen unternehmt, die ihr vorher nicht gemacht habt? Das ist eine mega gute Frage. Also wir machen vor allem Sachen nicht mehr, die wir vorher gemacht haben. Genau, die ganzen Veranstaltungen, die ganze Jugendkulturförderung etc., das können wir nicht machen. Unser Angebot hat sich ein bisschen verlagert. Klar, würde ich jetzt mal sagen, so unsere Beratungstätigkeit hat stärker zugenommen. Wir sind noch mehr aufsuchend im öffentlichen Raum unterwegs. Das hat sich verändert. Wir haben einen anderen Zugang oder nutzen unsere soziale Medien anders, die Kanäle. Intensiver sind wir dort dran. Es hat dort gewisse Veränderungen, ja, die wir vorgenommen haben. Ja, das hat's. Und wir müssen es einfach immer wieder anpassen. Ich kann wirklich sagen, das ist so anstrengend jetzt gewesen, das Jahr. Immer wieder, alle paar Wochen müssen sagen, und jetzt tun wir das Angebot, die Einschränkung, jetzt auf, jetzt zu, jetzt so viel, nein, können wir Lager machen oder nicht. Das war wirklich eine Herausforderung gewesen, wo nicht nur wir, aber auch wir damit konfrontiert worden sind. Und ich denke, in dem, dass uns jetzt der Bundesrat auch aufgenommen hat im Artikel dieser Verordnung, ist es wirklich für uns jetzt ein bisschen einfacher, zu sagen, wir haben eine längere Perspektive mit dem und uns ist ganz viel Verantwortung eigentlich als Fachpersonen übergeben worden. Und für das bin ich sehr dankbar. Nein, das ist dann super, super. Aber in dem Fall braucht die Flexibilität enorm viel Kraft. Ja. Ja. Ja gut, in dem Fall, wenn es keine weiteren Fragen hat, schließe ich die Runde. Und ja, ich bedanke mich wirklich beim Publikum fürs Einschalten. Es war unlässig und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Mitdiskutieren, Mitmachen. Ich habe es auch persönlich enorm geschätzt. Und ja, darum macht es gut, bleibt vor allem gesund und einen schönen Abend noch. Merci. Tschüss zusammen. Ciao.